ich muss sagen, dass es mir in der letzten halben Stunde nicht so gut geht. Ich fühle mich gerade ziemlich schummrig, meine Hände zittern ein bisschen und ich fühle mich irgendwie auch leicht schwindelig leider. Leichtes Kopfweh ist auch da. Demnächst werde ich es nochmal testen, aber bis dahin wird schon einige Zeit vergehen, denn zurzeit wird mir schlecht, auch wenn ich nur an Kratom denke. Und mir hat das Kratom mir damals überhaupt gar nicht gefallen, also ich würde es zu meinen negativsten Drogenerfahrungen erzählen, obwohl es auch einige Lichtmomente gab. Aber ich werde es jetzt nochmal probieren, weil viele meinten, ja, die Dosis war falsch, etc. Ich habe davon was gegessen, mir war ja teilweise schlecht, ich hatte so ein komisches Gefühl im Kopf. Es war einfach in jeder Hinsicht, also nicht in jeder Hinsicht, aber in fast jeder Hinsicht nicht gut. Und ich werde heute mal wieder Kratom probieren und hoffen wir mal, dass es diesmal besser wird. Für die Leute, die sich fragen, welche Sorte ich habe, diesmal habe ich Kratom Taimeng Da Enhanced. Hier Cocktail, das ist schon cool. Genau, was meine Intention auch an dem ganzen Experiment war, ich wollte mal schauen, inwiefern man Kratom auch als Alkoholersatz benutzen kann. Nee, und ich wollte eben schauen, ob man das dann so nach und nach trinken kann wie bei Alkohol und ob das dann so ein guter Satz wäre oder wie das dann so nachlegetechnisch kommt. Ich habe einmal gerade dran gerochen und fand das fucking ekelhaft. Wenn das Riechen schon ekelhaft ist, Weil das eben so bitter ist. Ja, also wir hätten es dünner dosieren sollen. Wir hätten viel weniger rein und das dann langsamer trinken. Wie viel sind da jetzt drin? Also da sind jetzt dieses Thai-Enzars, um diese schöne Farbe einfach zur Geltung zu bringen, sind da jetzt 1,5 Gramm drin. 1,5 Gramm, das war also genauso viel, wie ich letztes Mal hatte. Hoffentlich geht das diesmal gut. So, also wir haben mir das hier jetzt in zwei Dosen verteilt, damit ich auch, ja, nicht mehr so ein ekelhaftes Zeug schmecken muss. Ja, doch. Also es ist schon ziemlich gut, aber ich denke mir quasi, wenn man so auch ein paar Mal so ein paar Sachen probiert, könnte man so den perfekten Kratom-Pop Cocktail sich zaubern so. Und da so einen, wo das dann so richtig gut eingearbeitet ist, dieser bittere Geschmack. So, wir sind bei meinem letzten Schluck von meinem. Also nochmal vorne ist. So, wir sind bei meinem letzten Schluck von meinem ersten Glas. Dann habe ich wahrscheinlich so circa ein Gramm drin, oder? Ja, nur zum Färben, damit es so schön aussieht. Also hier sieht man den Vergleich, so sieht einer aus, der knapp. Und circa 1 Gramm Kratom in hatte und so sieht einer aus, der circa 6 Gramm Kratom drin hatte. Also relativ ähnlich. Nee. Scheiße, irgendwie laber ich gerade. Irgendwie kommt es mir schon vor, als würde ich Scheiße labern. Auf Kratom labert man ja nicht mal Scheiße. Oh doch. Stimmt das? Labert man auf Kratom Scheiße? Ja, hab ich auch schon. Und da labert man doch keine Scheiße. Keine Ahnung. Oder ist es die Euphorie, dass man Scheiße labert? Ja. Das ist deine Schafferhelm. Weißt du, wenn du mit dem Helm den Helm aufhast, kennst du ja South Park. Ja. Da gibt's doch die eine Folge, wo der eine Typ so den Kopf. Oh, der ist jetzt nicht nur noch fies, der ist eiskalt diskriminiert. Der ist so schwarz. Warum? Der hat doch den Ding so falsch rum auf. Und wenn du den falsch rum aufsetzt, dann hast du. Warte, ich kann mich auch schlagen. Nee, Schatz, das ist so fucking komisch. Ahoi, ich bin Captain Fahrrad. Irgendwie schaut das so fucking komisch aus. Da ist die euphorierende Wirkung. Hallo, hallo euphorierende Wirkung. Ich hab grad so eine geile Idee gehabt. Und zwar, weißt du, was einfach end-epic wäre? Wenn man so einen Helm aus mödischen Gründen tragen würde, so einfach so in der Kneipe oder so, oder wenn du feiern gehst, hast du einfach so einen Helm auf. Auf der Hochzeit. Und benutzt es halt so wie ein Cappy, halt ohne zu binden, dann immer so, yo man, ich bin der coole Mann oder so. Weißt schon, so, oder so wie ein Cappy, so, ja man. So einfach so einen Helm tragen in der Öffentlichkeit, so. Und das heißt, es bleibt doch scharf, du Fotze! Das modische Accessoire. Lass die Scheiße, Mann. Ja, was ist das? Das modische Accessoire. Ja, das brauche ich nicht, Mann. Hast du noch? Oida. Jetzt. Unterschiedlich.
Ich glaube, jetzt fährst, ich war davor schon euphorisch, aber ich glaube, jetzt fährt die Wirkung erst recht ein. Vorher habe ich mich nur euphorisch gefühlt, jetzt fühle ich sowas im Kopf. Bei niedrigen Dosen ist es ja euphorisch und bei höheren beruhigend. Und ich glaube, ich habe jetzt gerade so die Kurve gemerkt, so quasi, weil jetzt habe ich so ein leichtes dämpfendes Gefühl im Kopf. Meiner. Oh, shit! Nee, Mann! Alter, eklig! Kotzt den echt an! Hallo, einen guten Cocktail kann man immer trinken. Nicht dich berauschen, nee, nur zu Pferd. Damit es so schön bunt aussieht. Ich würde sagen, mir geht's ziemlich gut, aber es ist aber auch ein bisschen komisch für mich, weil ich sonst immer ultra so hyper und psyched bin und dieser Zustand ist gerade ungewohnt für mich. So. Mir kommt es irgendwie so vor, als würde ich auch langsamer denken irgendwie. Ist das normal? Mhm. Bei Gras, da bin ich halt auch gechillt, aber denk trotzdem noch viel. Jetzt ist es weg. Ja, also ich bin gerade sehr gechillt drauf, also... Freunde, ich wollte ja auch vor allem testen, ob man das Zeug so verwenden kann wie Alkohol. Ich habe mir jetzt hier noch so einen Kratom-Cocktail noch zusammengemixt und schaue jetzt einfach, wie das so kommt, wenn man das so nach und nach wirklich so konsumiert wie Alkohol. Ich hatte ja zuerst 1,5 Gramm und jetzt sind hier nochmal 0,75 in diesem Glas drin. Prost! Prost, du Sack! Saufen, 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 Mann! Woo! Wochenende! Und eine Sache, die mir auffällt, ist, dass ich auf einmal nicht mehr so euphorisch und aufgebracht rede. Rede sehr ruhig. Aber mir kommt es auch so vor, als würde ich mich auf Kratom seltener versprechen. Es ist lustig, dass ich genau bei dem Wort versprechen mich verspreche. Aber trotzdem kommt es mir so vor, dass ich jetzt besser reden könnte, weil... Ohne Kratom ist der Grund, warum ich mich verspreche, weil ich irgendwie so viele Sachen auf einmal sagen will und so hektisch bin und mir ganzes blablabla. Und bin ich halt eben so ein bisschen klarer. Aber wahrscheinlich schaue ich mir die Aufnahmen morgen an und sehe, dass ich überhaupt nicht besser geredet habe als sonst. Eine Sache, die mir noch auffällt, mir ist teilweise sehr warm. Ist das normal? Hast du auch dann so eine Wärme? Oder liegt es daran, ist es wirklich warm hier? Ich glaube, es ist wirklich warm hier. Es ist wirklich warm, okay. Sicker Lifehack. Pullover ausziehen. Machen wir kurz Pause. So, da ich weiß, dass ich wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit nach heute nicht demnächst wieder Kratom konsumieren werde, gönne ich mir jetzt hier nochmal 0,7 in diesem Getränk. Weil ich einfach jetzt so ein bisschen so erfahren will, was da so geht. Wenn ich da jetzt noch ein bisschen höher gehende Dosis. Ich habe ab diesem Zeitpunkt etwas länger nicht gefilmt, aber ich kann auf jeden Fall im Nachhinein sagen, dass diese letzte Dosis die Wirkung nicht mehr spürbar verstärkt hat. Yo, ich fühle mich jetzt fast wieder nüchtern. Es war ganz nett auf jeden Fall. Jetzt nicht so was mind-blowing artiges, so wie LSD oder sowas. Das ist natürlich sehr... weltlicher eher wie Alkohol, man gelangt ja jetzt nicht in irgendwelche krassen Welten oder so. Das ist natürlich klar. Andere Sachen, wenn es so eher Richtung psychedelische Drogen geht, ist mir schon deutlich lieber. Kann man mal machen, aber ist nicht so spektakulär. Aber man merkt aber noch, dass ich noch so ein bisschen ruhig bin noch. Ich fühle mich zwar wieder relativ nüchtern, aber ich bin, glaube ich, noch so sehr entspannt und rede noch so. Ist aber wahrscheinlich langweilig zum Zuschauen, oder? Wenn ich so rede, vielleicht entspannend, wenn ich so richtig entspanne. Jo, es ist jetzt der nächste Tag und ich hatte gerade
eine endnervige Nebenwirkung von Kratom. Und zwar, ich hatte gerade, ich glaube, es war wirklich der krasseste Krampf in meinem Leben. Im Unterschenkel. Es war so fucking schmerzhaft und das ging ungefähr so 3 Minuten oder so, ich weiß nicht genau. Alter, das war so hart. Jetzt habe ich hier so einen Drink mit gesunden Sachen drin. Die alles entscheidende Frage lautet jetzt natürlich, warum war es beim zweiten Mal deutlich besser als beim ersten Mal? Lag es an der Sorte? Ich habe hier jetzt noch extra nochmal das Kratom vom ersten Mal rausgekramt. Das war nämlich die Sorte Kratom Borneo Mengda Red Horned. Und die Sorte, die ich jetzt beim zweiten Mal hatte, war, wie schon gesagt, Thai Mengda Enhanced. Obwohl es beim zweiten Mal ja sogar eine Enhanced-Sorte war, also eine Sorte, die nochmal stärker ist und ich nochmal mehr genommen habe als beim ersten Mal, habe ich es irgendwie beim zweiten Mal deutlich besser verkraftet als beim ersten Mal. Also bekommt mir die Sorte vom ersten Mal einfach nicht so gut. Unter meinem ersten Kratom-Video gab es ja sehr viele Schlaumeier und ich gehe jetzt mal ein bisschen auf so ein paar Kommentare ein. Zu spät schreibt, also das war mal das Dümmste, was du gemacht hast. Verbeilt, ohne dass jemand dabei war, laufst du über Straßen, man denkt mal nach, was das für ein Mist war. Ja, so Test machen. Okay, also das war gar keine Straße, ich war dann im ganzen Video nie auf einer Straße, das war immer auf einem Parkplatz. Ich bin auf YouTube, schreibt, wie kann man denn bitte von einer Sorte wie Borneo Mengda nach 1,5 Gramm so viel merken? Bei der Menge fühlt man sich doch allenfalls etwas motivierter, mehr aber auch nicht. Entweder das war Placebo oder du bist echt hypersensibel. Ja, dass das Placebo gewesen sein soll, haben mehrere in die Kommentare geschrieben. Ich kann euch verfickt sicher sagen, dass das kein Placebo war. Dafür war die Wirkung viel zu stark. Die Wirkungen waren so komisch und unerwartet, meine Psyche hätte die sich gar nicht aus dem Nichts ausdenken können. Da gibt es noch mehrere Kommentare, die meinen, dass das keine gute Idee war, nachzulegen und dass das der Grund war dafür, dass der Rausch nicht so gut war. Aber das habe ich beim zweiten Mal genauso gemacht. Einige meinen auch, dass es ein Settingfehler war und dass ich nicht mit meinen Eltern zum Essen gehen hätte sollen. Bei der Wirkung, die ich beim zweiten Mal hatte, hätte ich mit meinen Eltern locker essen gehen können. Die Kratom-Experten unter euch können ja mal in die Kommentare schreiben, was sie glauben, was die Ursache für die unterschiedlichen Geräusche waren. Wenn dieses Video mehr wie 10.000 Likes bekommt, rasiere ich meinen Bart komplett ab. Kein Scherz. Wenn ihr nicht noch meinen Abzug nach oben, meinen 3.000, dann abonniert diesen Kanal.